Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Lausitz TV am Freitag. Los geht es mit ein paar Informationen der Stadt Cottbus. In den kommenden Tagen erhalten Mieter und Pächter von Garagen und anderen Flächen Post vom Fachbereich Immobilien. Darin geht es um eine Erhöhung der Miete bzw. Pacht ab dem 1. Januar 2023 um 19%. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung, die nun eine Umsatzsteuer zusätzlich zu den Miet- und Pachtzinsen vorschreibt. Diese Umsatzsteuer bleibt aber nicht als Einnahme bei der Stadt, sondern muss vollständig an das Finanzamt abgeführt werden. Alle Betroffenen haben die Möglichkeit, die Erhöhung anzuerkennen oder den Vertrag gemäß der entsprechenden Fristen zu kündigen. Außerdem gibt es ab sofort Einschränkungen bei der Terminvergabe im Stadtbüro. Aufgrund von Krankheit können in den nächsten 2 Wochen keine kurzfristigen Termine vergeben werden. Bereits gebuchte und bestätigte Termine sind aber abgesichert. Geld sparen, um sich gezielt Wünsche und Träume zu erfüllen. Das geht mit dem Knacks-Sparkassenbuch bei der Sparkasse Spree-Neiße, schon für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren. Damit hat der Nachwuchs durch das Anlegen des Taschengeldes die Möglichkeit auf ein paar Euro extra. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Knacks-Club. Dort erwartet alle Mitglieder eine Vielzahl an bunten Veranstaltungen und Wettbewerben. Mit diesen 4 Buchstaben sind viele Cottbuser Kinder groß geworden. Mit Knacks verbindet man Hüpfburgen, Spiele und große Kinderfeste. Sachen, die in den letzten beiden Corona-Jahren leider nicht mehr möglich waren. Doch die Durststrecke ist vorbei. Die Sparkasse Spree-Neiße hat auf dem Gelände des Flugplatzmuseums zum großen Knacks-Flugplatzfest eingeladen. Ja, wir freuen uns sehr. Sparkasse Spree-Neiße ist nach 2 Jahren endlich mal wieder heiß. Wir können rausgehen, wir können für unsere Knacksianer ein Fest veranstalten und wieder durchführen. Wir haben 200 Karten verteilt über unsere Geschäftsstellen in Cottbus. Die 200 Karten gingen sehr, 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 sehr schnell weg. Umso groß war auch die Vorfreude, die wir da gespürt haben. Und wir sehen sie auch heute hier. Viele lachende Gesichter, sowohl bei den Kindern als auch bei den Begleitern. Das Wetter hatte mit den Kindern ein Einsehen und gerade noch rechtzeitig den Regen abgestellt. Neben Klassikern wie Kinderschminken, Hüpfburgen und Mitmachspielen galt es natürlich auch, das Flugplatzmuseum zu erkunden. Wer Lust hatte, konnte in einem echten Cockpit Platz nehmen. Auch das alte Tupolev-Passagierflugzeug stand offen. So sind Menschen früher gereist. Das Knacksfest war also auch für das Flugplatzmuseum eine tolle Gelegenheit, sich zu zeigen. Das Flugplatzmuseum an sich stellt natürlich die Geschichte des Flugwesens hier in Cottbus dar. Auch eine ganze Reihe Flugzeuge, die hier in Cottbus mal eine Rolle gespielt haben. Das ist natürlich für die Kinder jetzt sicher interessant, aber da ist zunächst mal nur die Tatsache, großes Flugzeug, ne, viel los. Aber es ist natürlich auch so, dass es darum geht, all den Kindern auch so ein kleines Gefühl zu geben, was diese Stadt Cottbus alles in ihrer Historie hatte und was man hier sehen kann. Vielleicht auch den Eltern mal in 2, 3 Wochen zu sagen, ich will da noch mal hin, ich will da mal am Wochenende hin und das Museum mir mal in Ruhe angucken und natürlich auch tatsächlich den Kindern einfach einen schönen Nachmittag zu machen, an dem sie hier auch ein bisschen rumtoben können und da gibt es ja genügend Möglichkeiten hier. Fliegen können die ganzen Maschinen hier natürlich nicht mehr. Die Kinder konnten aber zumindest erahnen, wie es sich in einem Cockpit anfühlen muss. Dafür gab es diesen Flugsimulator. Dem Traum von Fliegen etwas näher war es ein gelungener Nachmittag für alle kleinen Besucher. Wie wir im August schon berichtet haben, sammelt die Lebenshilfe Cottbus zurzeit Geld, um sich ein neues elektrisch betriebenes Rollstuhlfahrrad zuzulegen. Wie es der Name schon sagt, können gehbeeinträchtigte Menschen so mit dem eigenen Rollstuhl an einer Fahrradtour teilnehmen. Vorausgesetzt, jemand anderes tritt in die Pedale. Um das Spezialfahrrad kaufen zu können, sind Spenden nötig. Die Lebenshilfe geht deshalb den Weg des Crowdfundings. Auf dem Portal viele-schaffen-mehr.de sind seit dem Beginn Mitte Juli schon über 3.500 Euro zusammengekommen. 6.000 werden benötigt. Wer die gute Sache also unterstützen will, kann das dort noch bis zum 12. Oktober tun. Wer gestern schon eingeschaltet hat, weiß es bereits. Das neue Stück auf der Bühne im großen Haus des Cottbuser Staatstheaters ist der nackte Wahnsinn. Euch erwartet eine turbulente Komödie mit viel englischem Humor, bei der irgendwie ständig jemand durch eine Tür kommt oder geht. Theater begeistert die Menschen schon seit der Antike. Jede neue Vorführung bietet etwas anderes und lässt einen mit einem neuen Blick auf diese alte Kunst zurück.
Doch Theater kann auch chaotisch sein. Bei der Hauptprobe zu Die nackten Tatsachen konnten wir einen Blick hinter die Bühne werfen und mit den Schauspielern ins Gespräch kommen. So zum Beispiel mit Dottie Ottley, welche uns von ihren Träumen, noch einmal groß rauszukommen, erzählte und sogar eigenes Erspartes in die Produktion gesteckt hat, in der Hoffnung, sich den Traum von eigenem Haus erfüllen zu können. Und es schwimmt aber dann immer so weg, was so passiert. Also ich habe mich dann schon abgefunden als Dottie, dass es dann nur ein Hausboot wird und kein kleines Häuschen irgendwo bei London. Bei dieser Hauptprobe läuft nicht alles nach Plan. Neben vergessenen Requisiten und verlorenen Kontaktlinsen bleiben uns auch Spannungen zwischen den Schauspielerinnen nicht erspart. Eine wahre Herausforderung für den Regisseur, diese Truppe für die morgige Aufführung fit zu machen. Naja, ich muss zunächst mal darauf hinweisen, dass ich eine sehr erfolgreiche Karriere habe und erfahrener Regisseur bin. Tatsächlich habe ich im Arbeitsamt in Cambridge Regiekurse belegt. Ich war sehr erfolgreich ein Jahr am Nationaltheater Sri Lanka und bin im Moment auch sehr erfolgreich damit, Shakespeare-Stücke in Londoner Parks Open Air aufführen zu lassen. Und daher glaube ich, dass ich natürlich mit diesem Stück Nackte Tatsachen und mit meinem fantastischen Ensemble, auch wenn es hier und da hakt, einen grandiosen Erfolg einfahren werde. Ich bin überzeugt, dass es eine der besten Produktionen des Jahres wird. Absolut. Eine Vorstellung mit Desasterpotenzial. Aber glauben Sie wirklich, so etwas würde das Staatstheater Cottbus auf die Bühne und das Publikum loslassen? Auf keinen Fall. Diese Inszenierung ist ein Stück im Stück. Der nackte Wahnsinn von Michael Frayn nimmt uns als Zuschauende mit hinter die Kulissen. Die britische Komödie zeigt mit präzisem Timing und subtilem Sarkasmus, wie chaotisch das Theaterleben sein kann und nimmt sich dabei selber nicht zu ernst. Der trockene Ton als Wesen des britischen Humors ist dabei nicht immer leicht zu treffen und auch der Gegensatz zwischen Understatement und Direktheit braucht einiges an Übung, die man in Deutschland vielleicht nicht immer bekommt. Ja, nö, es gibt schon viele britische Komödien, auch die oft in Deutschland gespielt werden, aber generell ist Komödie schon so eine Königsdisziplin, weil da muss halt alles haargenau im richtigen Timing stimmen, sonst ist es nicht komisch, das ist das Brutale, sonst sieht es nur nett aus. Damit wirklich die Komik entsteht, müssen wir alle einerseits sehr diszipliniert sein, andererseits mit viel Spaß und Tempo spielen, also das ist so eine Mischung und die genau richtig zu treffen, ist wirklich viel Arbeit. Und die viele Arbeit macht sich bezahlt. Die Darstellenden stellen die gewohnt englische Exzentrik gekonnt zur Schau. Und die hier gebotenen Wortspiele suchen ihresgleichen. Schauspieler, die Schauspieler spielen. Aber nicht nur das. Auch die Regieassistentin und der Regisseur werden hier von Darstellenden verkörpert. Gerade als Regisseur nicht auf der Bühne zu stehen, hat das Potenzial, ein Künstlerherz zu brechen. Wobei ich sagen muss, wenn man immer unten im Saal sitzt, während die Kollegen auf der Bühne spielen, ist das schon, also man ist ein bisschen einsam da unten. Also ich war immer froh, wenn ich auf die Bühne durfte und mitspielen durfte. Allerdings hat mich der richtige Regisseur jetzt oft genug wieder von der Bühne runtergerufen und gesagt, nee, bleib mal als Regisseur lieber im Publikum. Und da war ich immer ein bisschen traurig. Der nackte Wahnsinn ist ein interessanter Blickwechsel für Schauspieler und Publikum. Wir werden von unserem Platz aus in eine neue Welt entführt und bekommen die zweite Seite einer Medaille zu sehen, welche uns bisher verborgen blieb. Und natürlich könnte man die im Stück gezeigten Unwägbarkeiten der Theaterproduktion als Übertreibung und komödiantische Freiheit abtun. Doch das kann eine Schauspielerin wahrscheinlich besser bewerten. Also der es geschrieben hat, kennt sich gut aus im Theater und hat es sehr gut beobachtet und komprimiert natürlich. Es passiert sehr viel, so viel passiert im normalen Theater nicht, aber es passieren auch solche Sachen, ja. Das muss man festhalten, das ist so. Eine Komödie mit Wahrheitscharakter. Wie viel der hier gesehenen Fälle tatsächlich schon aufgetreten sind, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Doch lässt dies der Fantasie gerade genug Freiraum, um sich ganz in die Inszenierung zu verlieren. Wenn auch ihr jetzt Lust habt auf diese spannende Inszenierung, dann könnt ihr sogar für die Premiere morgen um 19.30 Uhr noch Karten bekommen. Im Besucherservice, an der Abendkasse oder über dem Webshop des Theaters. Alle weiteren Termine zu diesem Stück findet ihr im aktuellen Spielplan. Und am Wochenende wird's in Cottbus natürlich auch sportlich. Am Samstag findet wieder die Veranstaltung Leben in Bewegung statt. Der Gesundheitstag für Seele, Körper und Geist wird von 10 bis 18 Uhr am Familienhaus Cottbus durchgeführt. Der Stadtsportbund Cottbus hat hier für alle Teilnehmenden ein breites Angebot geschaffen. Von tänzerischer Bewegung bis zu Yoga und Qigong ist alles dabei.
Neben der Eltern-Kind-Bewegung kann auch rund um die Spree gemeinsam Nordic Walking betrieben werden. Während der Kurse gibt es sogar eine Kinderbetreuung für sportliche, aktive Eltern. Um sich einen Überblick über das Interreg-Projekt Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonje zu verschaffen, haben die Mitglieder des Begleitausschusses am Dienstag den Branitzer Park besucht. Zusammen mit Vertretern der Stadt Cottbus und der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz wurden den Gästen neben dem restaurierten Venusbeet einige sanierte Parkwege und das Schloss Branitz gezeigt. Die Gelder der Interreg-Förderung werden dafür eingesetzt, in den Partnerstädten Cottbus und Chilonagura historische Gemeinsamkeiten nachhaltig erlebbar zu machen. Deshalb gibt es mit der Grünen Städtepartnerschaft auch im Rahmen der Cottbuser Umweltwoche seit Jahren eine enge Zusammenarbeit. Wie sich diese entwickelt hat, haben wir uns anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Umweltwoche in diesem Jahr mal angesehen. Diese besonderen Bilder seht ihr gleich im Anschluss. Also bleibt dran! Vorher verabschiede ich mich natürlich und wünsche euch ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Tschüss und bis bald! Verseuchte Böden, Öllachen und stinkige Dämpfe. Und das mitten in Cottbus, direkt neben einer Schule. Vor wenigen Jahrzehnten war das in der Gulbener Straße noch bittere Realität. Zu DDR-Zeiten befand sich hier eine Chemieproduktion. Giftige Stoffe sind auf dem Areal ungehindert in den Boden gesickert. Thomas Bergner, der Cottbuser Umweltdezernent, kann sich noch ganz genau an die damalige Szenerie erinnern. Also wenn ich hier jetzt stehe, dann rieche ich es fast noch. Das war eine Situation, wo mitten in einem Wohngebiet, das sieht man ja hier, große Industrieanlagen waren, große Tanks, Rührwerke. Hier wurden auf einem relativ kleinen Grundstück wurden chemische Hilfsstoffe für die Metallverarbeitung hergestellt. Dazu wurden Mineralöl, Kohlenwasserstoffe benutzt, Paraffine. Und das war natürlich laut durch diese Vorgänge. Es hat entsprechend gerochen. Die Menschen, die hier lebten, hatten was davon. Also die haben das bis ins Wohnzimmer gerochen. Bei Starkniederschlägen schwamm eine ölige Brühe jedes Mal vor dem Grundstück. Und dadurch war die Situation hier geprägt. Das war eine riesen Herausforderung, mitten in einem Wohngebiet diesen Problem auf den Pelz zu rücken. Wo jetzt schicke Wohnhäuser stehen, war es früher so gar nicht wohnlich. Das gesamte Gelände war eine der großen Altlastenflächen der Stadt Cottbus. Vom kontaminierten Grundstück zum Vorzeigeprojekt war es ein langer Weg. Anfang der 90er Jahre begannen die Sanierungsarbeiten. Erst einmal musste das ganze Grundstück umspundet werden, bis zu 12 Meter Tiefe. Und in 9 Meter Tiefe wurde eine Betonsuspension verpresst, damit so eine richtige Box entstand. Und aus dieser Box quasi, fast wie ein Tagebau, wurde dann das Grundwasser rausgenommen, gereinigt und der gesamte Boden ausgetauscht. Auch im angrenzenden Schulbereich ist das passiert. Das hat viel Geld gekostet und das hat aber dazu geführt, dass das Grundstück in einen Zustand gesetzt wurde, wieder das dass man eben diese Nachnutzung, so wie sie jetzt sensibel bebaut, mit Wohnbebauung, Tiefgarage, überhaupt hierhin gebaut werden konnte. Seit 1998 wird das Grundstück als Wohn- und Geschäftsfläche genutzt. Hinter solchen Entwicklungen wie in der Gulbener Straße steckt meist harte Arbeit und eine langjährige Planungsphase. Dafür ist der Fachbereich Umwelt und Natur der Stadt Cottbus zuständig. Ein Großprojekt, was für viel Wirbel in Cottbus sorgte, war die Umgestaltung der Bahnhofstraße. Die Verkehrsader galt in den 90ern noch als die schmutzigste Straße Deutschlands.
Hier gab es Feinstaubwerte, die waren jenseits von Gut und Böse. Wir haben regelmäßig die Normen der EU, die Richtlinien überschritten und waren dadurch negativ in den Schlagzeilen. Immer wieder Cottbus, die schmutzigste Straße. Feinstaub ist ein Problem. Das ist etwas, was man nicht sieht, was man nicht riecht, was aber dazu führt, dass der Staub so, die Partikel so klein sind, dass sie in die Lungen gehen können, in die Alveolen und dort richtig böse Krankheiten machen können. Deswegen musste hier etwas gemacht werden. Wir waren dadurch auch verpflichtet, einen Luftreinhalteplan aufzustellen für die Stadt. Und der sah hier einen Umbau der Bahnhofstraße vor. Die innerstädtische Schmutzpiste wurde radikal verändert. Neben neuen Rad- und Gehwegen sowie Pkw-Stellflächen sind entlang der Straße 85 Bäume neu gepflanzt worden. Aber vor allem die Verengung auf zwei Fahrspuren und die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h hatten den größten positiven Effekt. Der Lärm konnte reduziert werden und auch die Feinstaubbelastung ging merklich zurück. Es gab ganz viele, die seinerzeit sagten, das wird nie was. Wir werden immer den Feinstaub hier haben, das wird nicht funktionieren. Und sind auch damals, als es losging, so 2010, 11, 12, hart attackiert worden. Wir haben uns von unserem Weg nicht abbringen lassen, haben alles umgesetzt. Und seit 2013, wo die Bahnhofstraße wieder aufgemacht hat, nach dem Umbau, haben wir nie wieder in Cottbus die Feinstaubgrenzwerte überschritten. Es hat alles funktioniert. 40% Verkehr sind raus aus der Straße auf dem Mittleren Ring. Das war das Ziel, das hat funktioniert. Die Werte stimmen und die Straße ist einfach schön geworden. Impulsgeber für solche Projekte ist seit 30 Jahren die Cottbusser Umweltwoche. Sie hat maßgeblich zum ökologischen Wandel in der Stadt beigetragen. Trotz ihres noch recht spartanischen Erscheinungsbildes in den Anfangsjahren stand der Umweltschutz immer im Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt war auch damals Voraussetzung, um Perspektiven für Cottbus zu schaffen. Wichtig dabei war die Aufklärung und Information für alle Bürgerinnen und Bürger. Genau dafür wurde die Umweltwoche ja auch ins Leben gerufen. Sie beleuchtete das jeweilige Motto mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden. Damit wurde die Cottbusser Umweltwoche zu einer Plattform, die Themen rund um die Natur erlebbar machte. Denken wir nur 1995 an die Bundesgartenschau, das erste große Highlight, wo sich die Cottbusser mal direkt mit der Umwelt, mit dem Umweltgedanken vertraut gemacht haben, ihn bewusst auch erlebt haben mit unserem Umweltzentrum an den Messehallen und natürlich auch mit dem, was wir auch an Hinterlassenschaften der DDR-Zeit vorgefunden haben. Wenn ich an die vielen Bodensanierungsmaßnahmen denke, wenn ich daran denke, wie wurde Müll vor 30 Jahren sortiert und entsorgt, was ist heute daraus geworden, da hat Cottbus unwahrscheinlich sich weiterentwickelt, nach vorn geschaut. Und diese Umweltwoche hat diese Schritte mit begleitet und hat vor allen Dingen auf eins immer wieder Wert gelegt, die jungen Menschen mit einzubinden in die Entwicklung des Umweltgedankens. Und darauf kann Cottbus sehr, sehr stolz sein. Über die Jahre kamen zahlreiche Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche zustande. Die Familien wurden dabei immer mit einbezogen. Zu einer echten Tradition wurde der Familiensonntag als krönender Abschluss der Umweltwoche. Über die familiären Mitmachangebote hinaus war die Umweltwoche ein wichtiges Sprachrohr für umweltpolitische Themen. Aber sie förderte auch den internationalen Austausch. So wurde die Beziehung zur polnischen Partnerstadt Zielonogóra intensiviert. Zum Beispiel bei deutsch-polnischen Symposien Anfang der 2000er. Hier ging es unter anderem um Bodenverunreinigungen und deren fachgerechte Beseitigung. Cottbus arbeitet schon seit 1975 in einer Städtepartnerschaft mit Zielonogóra zusammen. Der wirtschaftliche und kulturelle Austausch über die Grenzen hinweg sorgt auf beiden Seiten für viele Impulse. Vor allem die Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonje ist für beide Seiten ein Herzensprojekt.
Die 40-jährige Zusammenarbeit zwischen unseren Städten hat Früchte in Form einer großen Kooperation im Bereich des Umweltschutzes getragen. Ich glaube, dass dieser Ort, der Park Saturnier, so revitalisiert wurde, dass die Bürgerinnen und Bürger von Jilunagoda frische Luft atmen können. Dieses gemeinsame Projekt ist eines der Elemente und ich glaube, dass es viel mehr solcher Elemente in unserer Städtepartnerschaft gibt. Eine Partnerschaft für alle Menschen von der Kindheit bis zum Seniorenalter. Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes läuft richtig gut. Der Branitzer Park in Cottbus und der Park Saturnier in Jilunagoda sind herausragende Landschaftsparks, die sogar zeitgleich entstanden. In beiden Parks ist das Zusammenspiel von Geschichte und Gegenwart allgegenwärtig. Die Partnerstädte haben sich in ihrer Arbeit das Ziel gesetzt, die historischen Gemeinsamkeiten weiter auszubauen. Ich bin der Meinung, das ist ein großartiges Beispiel unserer mehrjährigen Zusammenarbeit, das durch die Revitalisierung von zwei schönen Parks verwirklicht wurde. Tausende Menschen aus Jilunagoda und ich denke auch Hunderte aus Cottbus kommen hierher. Ich glaube auch, dass viele Menschen aus beiden Städten den Branitzer Park besuchen. Das ist etwas, das uns stark verbindet, genauso wie unsere Zusammenarbeit im Kulturbereich. Im Park finden zum Beispiel vielfältige Konzerte statt. Unsere Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz gehört auch dazu. Die Kinder können hier verschiedene Baumarten kennenlernen, denn in unserem Park befindet sich ein Ökopfad, der zeigt, wie die Bäume und Pflanzen aussehen und sich vermehren. Also ein sehr positives Element. Doch die Zusammenarbeit geht über die Parkanlagen hinaus. Beide Städte tauschen sich regelmäßig über Zukunftsthemen wie CO2-Reduktion oder Elektromobilität aus. Für den Natur- und Umweltschutz in der Grenzregion ist die Umweltwoche dabei nur ein Gesprächspodium. Und wir haben ja immer wieder jedes Jahr in Jilunagoda das Weinfest. Und da gibt es die städtepartnerschaftsvertragliche Regelung zwischen dem Stadtpräsidenten und dem Oberbürgermeister. Und da haben Umweltthemen auch schon sehr oft stattgefunden. Und am Rande dieses Weinfestes wird immer ein Städtepartnertreffen gemacht und da waren auch Umweltthemen, zum Beispiel vor 2 Jahren das Thema Niederschlagswasserthema, wo man voneinander lernen kann. Und wir haben, eins kann man schon jetzt sagen, die gleichen Probleme. Und vor diesem Hintergrund macht es natürlich Spaß zu gucken, was macht unser Partner in Jilunagoda vielleicht genauso oder anders als wir. Und da kann man lernen. Und das macht im Grunde genommen die Städtepartnerschaft aus, die Grüne. Im Jubiläumsjahr der Umweltwoche dreht sich alles um die grüne Oase Cottbus. Immerhin ist Cottbus eine der grünsten Städte Deutschlands. Weitreichende Parkanlagen bilden ein grünes Band entlang der Spree. Den Höhepunkt bildet dabei der Branitzer Park, das Gartenparadies von Fürst Pückler. Der Landschaftspark ist ein Gartendenkmal von internationalem Rang. Nur wenige Kilometer vom Park entfernt entsteht derzeit ein weiteres Vorzeigeprojekt, der Cottbuser Ostsee. Ja, wir sind ja nun unmittelbar mit der großen Stadt Cottbus Anrainer dieses großen Sees, den größten künstlichen Binnensee. Der soll sich voll Wasser füllen. Da drücken wir alle die Daumen, dass das passiert. Dann sollen sich Arten ansiedeln an dem See. Dann soll Tourismus möglich sein und dann soll Innovation dort möglich sein. Also gerade auch was Energietechnik betrifft. Und das alles ist, glaube ich, immer ein Thema für die Umweltwoche auch in Zukunft. Doch ein Selbstläufer ist das Ganze nicht. Gleich mehrere Problemfelder prägen die derzeitige Lage. Wasserknappheit und Waldsterben. Die Stadt Cottbus setzt sich intensiv für den Erhalt der grünen Lebenswelten ein. Die Cottbuser Umweltwoche soll dabei die Entwicklungen maßgeblich vorantreiben. Wir werden uns auf den Weg machen müssen, eine Stadt mit Wasser zu sein. Ja, nicht nur am Wasser, was den See betrifft, sondern mit Wasser. Da gibt es ja momentan das Mangelproblem immer wieder im Sommer. Trockenheit und Verbote, die damit einhergehen. Das muss mit Bundes- und Landesunterstützung besser werden. Da gibt es Konzepte, die müssen einfach hierher nach Cottbus, damit der Strukturwandel hier auch gelingt. Denn ohne Wasser gelingt der nicht. Wir wollen natürlich in Zukunft altlastenfrei sein, insofern, dass diese ökologischen Altlasten nicht mehr
die Stadtentwicklung behindern. Zum Teil machen sie das noch. Das werden wir begleiten, auch in der Umweltwoche. Naja, und dann ist das Thema, was immer ein Thema ist, Luftreinhaltung und Lärm. Beides haben wir uns vor Jahren ja auf den Weg gemacht mit der Lärmminderungsplanung und mit der Luftreinhalteplanung. Und da freuen wir uns, dass wir schon Fortschritte gemacht haben. Aber hier gilt es noch einige Schritte zu tun. Unter dem Motto »Mein noch grüneres Cottbus in 30 Jahren« sollen junge Menschen in den Prozess mit einbezogen werden. Mit dem Blick auf den globalen Klimawandel wird der regionale Umweltschutz wichtiger denn je. Also ich glaube, dass die Umweltwoche weiter gebraucht wird, weil die Generationen wachsen ja nach. Die heutigen oder vor 30 Jahren, die Kinder sind die heutigen Eltern und auch sie hinterlassen ihren Enkeln und ihren Kindern natürlich eine Umwelt und möglichst eine intakte Umwelt. Insofern leben wir ja immer auf Kosten der nächsten Generation und diesen Gedanken mitzunehmen, weiterzutragen, auch bewusst wahrzunehmen, was Klimaveränderungen auch für unsere Stadt Cottbus-Reschebus bedeutet. Das ist Aufgabe auch der Umweltwoche und ich bin überzeugt davon, dass es auch die Umweltwoche in den nächsten 30 Jahren geben wird. Das große Ziel für die Zukunft ist eine grenzübergreifende Umweltwoche. Gemeinsam mit Chilunagura möchte Cottbus in diesem Rahmen noch stärker auf Umwelt- und Klimaschutzthemen aufmerksam machen. So kann die Umweltwoche ein entscheidender Wegweiser für Cottbus, Chilunagura und die gesamte Lausitzer Grenzregion werden. Nachtschwärmer, aufgepasst! Die 18. Museumsnächte erwarten euch an den Wochenenden vom 3. bis zum 26. September. Mehrere Nächte, eine Region. Museen, technische Denkmäler und Kultureinrichtungen präsentieren Spannendes und Unterhaltsames. Das ganze Programm findet ihr auch unter lausitzer-museenland.de. Willkommen bei den 18. Museumsnächten! Noble Metal Factory. Wir sind Ihr Edelmetallhändler in der Lausitz. Sie wollen Ihr Vermögen vermehren? Erwerben Sie bei uns direkt die Edelmetalle Gold, Silber, Platin oder Palladium. Oder aber Sie investieren schon ab 15 Euro monatlich in einen Goldsparplan und bauen so ein ansehnliches Vermögen auf. Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten bieten wir damit eine sichere Alternative zu den klassischen Sparformen. Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie gern. Sie finden die Verkaufs- und Beratungsräume in der Schipkauer Straße 12 in Schwarzheide. Gemeinsam basteln, Drachen steigen lassen und Drachenkünstler bewundern. Beim Ostsee-Drachenfest am 3. Oktober zwischen Mauster Kiessee und dem künftigen Cottbusser Ostsee. Kommen Sie mit Ihren Kindern und Enkelkindern und genießen ein buntes und aktives Programm für die ganze Familie. Informieren Sie sich über die tollen zukünftigen sportlichen und kulturellen Möglichkeiten am Cottbusser Ostsee. Leinen los und auf zum Ostsee-Drachenfest am 3. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und wir bieten Ihnen eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen auf unseren riesigen Ausstellungsflächen. Durch Großeinkäufe sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten. Unsere Liefer- und Montageteams sorgen für einen termin- und fachgerechten Aufbau Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96.
Nur bei Expert. Hausgerätewochen für unsere Nachbarn. Jetzt genussvolle Kaffeevollautomaten mit bester Beratung und bestem Service sichern. Mein Tipp unter Nachbarn, wir warten Ihr Gerät. Expert. Mit den besten Empfehlungen. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Also, dann schnell zu uns in den Pure Shop, damit Ihnen unsere Angebote nicht davonlaufen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.